beschäftigen sich heute mit einem Kostenvergleich. Die Chantal wird uns die Aufgabe vorlesen und ich werde dann den Rest kommentieren. Bitte, Mädel. Also, eine Museumsführung kostet 3,50 Euro pro Person. Als Gruppe zahlt man 30 Euro. Dann haben wir zwei Fragen. A. Ab wie vielen Personen lohnt sich die Gruppenkarte? Und B. Stellen Sie die Kosten in einem geeigneten Koordinatensystem dar. Richtig. Das ist ja ein Problem, das wir wirklich häufig haben. Dass man fragt, lohnt sich eine Gruppenkarte oder muss ich pro Person bezahlen? Und im Allgemeinen ist es immer so, dass eine Gruppenkarte dann aufgeteilt auf die einzelnen Personen wesentlich preiswerter ist. Und das haben wir hier auch gezeigt. Dominik, wir bezeichnen die Anzahl der Personen mit X. Die Kosten für X Personen sind dann für eine Einzelkarte 3,50 Euro mal X. Dann ist 3,50 mal X gleich 30. Und das ist eine ganz simple Gleichung. Dann dividieren wir durch diesen Koeffizienten hier 3,5 und erhalten x gleich 30 durch 3,50 und das ergibt einen Wert von 8,57. Wenn ich das aufrunde, dann sind das 9 Personen. Und das würde bedeuten, mit mindestens 9 Personen würde sich schon eine Gruppenkarte lohnen. Und das haben wir hier auch nochmal grafisch dargestellt in einem kartesischen Koordinatensystem. Die Abszisse bezeichnen wir mit Personen und die Ordinate gibt uns den Preis in Euro an. Wir gehen bei 30 Euro, dann ziehe ich eine Parallele zu der Personenachse und diese Schräge ergibt sich aus 3,5x. Dann für 0 beginnt die bei 0 und dann brauche ich nur noch einen zweiten Punkt zu nehmen, entweder 4 oder 6. Dann liegen die Punkte hier und verbinde ich die. Und der Schnittpunkt mit der Parallelen liefert uns dann auch wieder die Personenanzahl. Und der liegt bei rund 9, Nick. Hast du das verstanden, Junge? Ja. Gut, das war es mal wieder mit unserer Gruppe, mit unserer fast letzten. Vielleicht nehmen wir morgen noch einen. Okay. Und dann habt ihr es geschafft, wie immer. Okay, ciao. Tschüss.